sagen. Und Sie werden mir das vielleicht nicht so ganz glauben. Ich habe viel gelernt bei der Post. Effizienz, wie es so schön heißt. Ich war im ersten Bezirk. Mein Standort war die Hauptpost am Fleischmarkt. Da habe ich in der Früh die Post für meine Reihe angeholt. Am Anfang habe ich ja noch die Umhängtaschen gehabt. Erst später habe ich die Wagen gerückt. Dann bin ich um die Ecken auf die Dominikanerpastei und habe mir die ganze Werbung in einen Container deponiert, damit ich nicht so viel zum Zahn habe. Ja, wissen Sie, wie schwer das war? Da hätte mir ein Bruch kommen. Auf meine Gesundheit habe ich immer geschaut. Außerdem, wer braucht das viele Papier? Wenn Sie in den Supermarkt gehen, die Leute sehen doch eh, was für Sonderangebote gibt. Ist doch wahr. Ne? Ein Freund von mir, ich habe ihn aus der Schule gekannt, der hat in Rotterkring in einem Hof eine kleine Tankstelle mit einer Garage und einer Werkstatt gehabt. Und der Hof war so groß, dass er einen Platz gehabt hat für Gebrauchtwagen. Das Geschäft mit den Autos hat aber nicht so gut funktioniert, bevor ich gekommen bin. Und so habe ich sozusagen den gesamten Vertrieb übernommen, die Preise kalkuliert und immer genau geschaut, dass unsere Mechaniker die Rostlaum so hergerichtet haben, dass die Jugoslawen und Türken aus dem Bezirk große Augen gemacht haben, wenn sie zu uns tanken gekommen sind. Zuerst sind sie tanken gekommen. Und dann haben sie sich auf unsere Autos gestürzt, sodass die weggegangen sind wie die warmen Semmeln. Die Tachos waren natürlich zurückgetragen, das ist ja klar. Und die Kiemen haben immer so lange gehalten, solange die Gewährleistung gedauert hat. Ich meine, wirklich sicher waren die Autos nicht. Gut, dass unsere Kunden nicht gemerkt haben, dass das Chauffieren in einer Chaisen eigentlich ein Abenteuerurlaub war, weil sonst hätten wir Türken her oder die Jugomafia am Hals gehabt. Und zwar hätten wir nicht lebendig überstanden. In der Zeit, das war in den 70er Jahren, da war ich politisch sehr interessiert. Das war ja eine spannende Epoche, nicht? Kreisky und so. Mein Vater, der, wie ich erzählt habe, bei der Gewerkschaft war, der hat ihn nicht so mögen, aber wenn er auch Sozi war. Der alte Jud, hat er halbwegs gesagt, der ist mir nicht geheuer. Na bitte, mir hat er gefallen, der Kreisky. Also wie der gesagt hat, wir sind ein paar Millionen Schulden lieber als 100.000 Arbeitslose oder so ähnlich. Das war eine starke Ansage. Das hat mir imponiert. Hat zwar nichts geholfen, wie man später gesehen hat. Bei der Fisch zum Beispiel, wo sie das Geld praktisch im Hochofen verbrennt haben. Die Leute haben es dann erst rausschmeißen müssen, weil sie die Eisentraversen oder was da produzieren nicht angebracht haben. Aber in dem Moment, wie der Kreisky was gesagt hat, da hast du ihm alles geglaubt. Also, wenn der gesagt hat, Beispiel. Geht's über die alte Donau, das Wasser trägt euch eh. Dann hätten sie auch geglaubt und hätten es gemacht und waren gerannt wie die Depperten. Das war ein Schlitzohr. Erinnern Sie sich an die Fernsehdiskussion mit dem, na, wie hat denn der Carsten von der ÖVP, der so geschreckt geschaut hat, wie der Osterhase mit Brühen im Schneesturm. Das, ja, so der Carsten. Na, den hat er zerlegt. Bist du Depper? Er hat ihm nie angeschaut, wann der geredet hat. Und hat mit den Brühen gespielt und in seine Zählen umeinander geraumt. Das habe ich mir übrigens von ihm angeschaut. Ich war nämlich kurzzeitig bei uns im Betriebsrat, weil sie auch einen Jünger dabei haben wollten. Also wenn wir Sitzungen gehabt haben, haben die Kollegen schon so einen Hals gehabt, weil ich immer mit so einem Bagelzelt gekommen bin, in den ich lang blättert habe, bevor ich was gesagt habe. Für habe ich eh nicht geredet. Und ich war auch nicht lang bei der Truppe. Also das war nicht so meins. Weil da hast du so viel mit den Kollegen reden müssen, die mit anderen Problemen zu uns gekommen sind. Und das hat mich seelisch sehr belastet. Was die Politik betrifft, so hat mich das nach dem Kreisky nicht mehr so interessiert. Der selber hat ja auch ganz schöne Fehler gemacht. Das mit Zwentendorf, mit dem AKW, dem Atomkraftwerk, das hätte ihm doch nie passieren dürfen. Aber er hat halt auch geglaubt, dass er unfallbar ist und dass die Leute alles fressen, was er einer eindrückt. Irgendwann
wären die alle gerissen, wahnsinnig. Na, und die Politiker, die nachgekommen sind, die waren mir nicht geheuer. Bitte, der hilflose Burgenlandler mit dem riesen Hörnchen im Gesicht, der war ja noch irgendwie lieb. Aber dann aber der nachgestrafte Banker mit dem Floridsdorfer Tatsch, also der mit dem Herzalmund gekommen ist und dann auch noch Bundeskanzler geworden ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr meine Partei. Ja, und dann die Geschichte mit dem Waldheim. Ja, hat er es halt nicht gesagt, dass er als Offizier im Zweiten Weltkrieg am Balkan gewesen ist. Ja. Hätte er was verhindern können? Kriegsgräuel und so? Sicher nicht. Der war doch nur jung. Und dann hat er es halt vergessen. Na, da müssen sie alles wieder ausgraben und im Ausland brühwarm erzählen. Und was ist rausgekommen? In der Hofburg ist er gesessen, einsam, niemand hat ihn eingeladen, außer die Kamötreiber. Und ganz Österreich hat wieder mal die Arschkarten gehabt, weil uns haben es wieder wie so oft die ärgsten Nazis geschimpft. Es sind keine einfachen Zeiten, in denen wir leben. Finanzkrise, Wirtschaftskrise und so. Hat ja so kommen müssen, wenn man sich darauf verlässt, dass der Markt alles regelt. Auch die Finanzwirtschaft. Ja, vor allem in Amerika. Offensichtlich war das so, dass die Manager von den Großbanken immer gehört haben, ob der Markt nicht kommt und sagt, werdet aufhören zum Zocken, es gefrastet, das dürft ihr nicht machen. Und wie er nicht gekommen ist, der Markt, haben sie sich gedacht, na ja, dann spielen wir halt weiter mit unseren Hypotheken und Krediten und verschieben alles so lang hin und her, bis wir nicht mehr wissen, ob es überhaupt eine finanzielle Deckung dafür gibt. Was aber auch wieder wurscht war, weil in den Bilanzen hat doch immer alles picobello ausgeschaut. War ja wichtig, wegen den Bonuszahlungen. Auf die haben sie nicht vergessen. Und wenn wir mal nicht mehr weiterkennen, haben sie sich gedacht, nur dann werden uns die Regierungen schon nicht im Stich lassen. Na bitte, recht haben sie gehabt. Ihr seid ja für das System wichtig, haben sie gesagt, die Regierungen. Und haben ihnen das Geld, also unser Geld, hintereingeschoben, dass nicht schade gehen. Jetzt können sie wieder weiterspielen und zocken weiter, wie vorher. Und jetzt warten sie wieder, ob der Markt nicht da kommt, einer auf die Finger klopft und sagt, geh bitte, halt euch ein bisschen zurück, ihr könnt doch nicht machen, was wollt ihr. Aber offensichtlich ist dem Markt alles wurscht und er will seine Ruhe. Darum lässt er sich auch nicht ausschauen. Und jetzt fragen wir Trotteln uns, wo das viele Geld hingekommen ist, was diese Gefraster da hin und her geschoben haben. Also, ein paar Regeln braucht man schon. Das weiß man einfach, wenn man so wie ich im Geschäftsleben steht. Mein Humor und mein Wiener Charme sind der Grundstein für meinen Erfolg als Unternehmer. Weil, wenn du freundlich bist zu den Kunden und auch noch einen guten Schmäh hast, dann fressen sie da überhaupt aus der Hand. Das ist sozusagen der Austrian Way of Business. Und so konnte man die Wirtschaftskrise locker überstehen. Wissen Sie, ich will ja nicht unbescheiden sein, aber wenn alle so waren wie ich, so flexibel und herzlich, so verantwortungsbewusst, und auch tolerant, dann gab es auf der Welt viel weniger Probleme. Das können Sie mir glauben. Grüße Ihnen.